Hallöchen, hier ist wieder euer Doc und ich begrüße wieder zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Und weiter geht's hier bei Powell Motors. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute machen wir weiter bei Powell Motors. Teil 2 ist nun dran. Ich habe mich ja gefragt, mache ich es gerade oder schräg die Vorderseite hier bei der rechten Seite? Ich denke mal, es ist ja ein Tutorial, da können wir ruhig ein bisschen mehr Arbeit reinstecken, von daher machen wir heute hier die Schrägseite hin. Ihr wisst ja, wenn ihr es leicht haben wollt, dann macht dann einfach nur die gerade Reihe, also die gerade Vorderseite hin, wie bei der anderen Seite. Damit wollen wir uns aber heute in der Folge nicht nur beschäftigen hier mit der Vorderseite, nein, wir machen auch auf der rechten Seite die Dachebene fertig, da kommen so ein paar kleine Deko-Sachen hin und dann reicht uns das eigentlich auch heute für diese Folge. Das ist schon wieder einiges und dann habe ich mir schon ein bisschen vorgenommen, dann kommt dann natürlich noch eine dritte Folge, da machen wir dann Hauptsache das Powell Motorschild hin auf dem Dach hin und dann kommt noch eine vierte Folge, da beschäftigen wir uns dann vorne mit dem Eingangsbereich. Apropos Eingangsbereich, wir werden auch noch hier, sag ich mal, jetzt hier bei unserem Powell Motors Gebäude auch den Vordereingang uns noch heute bauen und dann zeige ich euch noch so kleine Nebeneingänge, Notausgänge, die man halt so an Gebäuden kennt, ne? Die bauen wir uns dann auch separat irgendwo an ein Gebäude hin, da kann man sich dann aussuchen, wo man sich die dann platzieren möchte. Aber zuerst brauchen wir wieder Blockmaterial, ich hoffe, du hast dein Blockmaterial aus der letzten Folge noch behalten, von daher nehme ich mir das hier einfach mal aus der Kiste. Ja, um nochmal durchzugehen, was brauchen wir heute? Ich nehme jetzt einfach mal wieder weißen Beton raus, graues Glas oder nehme türkises Glas. Ich weiß jetzt nicht, welches Glas du verwendet hast. Nehme jedenfalls das, was du verwendet hast für das Gebäude. Und dann holen wir uns noch Quarzstufen raus, eine Quarztreppe holen wir uns raus. Die ist jetzt neu, die holen wir uns dann noch mal dazu. Und dann holen wir uns für unser Dach die hellblaue Keramik. Ja, und wenn wir dann alles zusammen haben vom Blockmaterial, würde ich mal sagen, beginnen wir dann erstmal mit dem größten Teil heute. Und zwar ist es denn hier die Vorderseite. So, da beginnen wir erstmal natürlich von unten nach oben, ne? Wir nehmen uns jetzt erstmal unseren weißen Beton zur Hand und können eigentlich hier, sag ich mal, auf unseren Quarzstufen noch weitere 4 weiße Betonblöcke einfach mal hier vorne noch dran einmal platzieren. Wenn wir da auf den 4 weiße Betonblöcke uns einmal hier lang gezogen haben, geht es weiter, dass wir jetzt dahinter, so wie gehabt, jetzt erstmal eine Dreierschicht von unseren Glasblöcken dahinter noch einfach mal ransetzen. Haben wir denn auch die Glasblockschicht hier einmal hinter platziert, schnappen wir uns wieder unsere Quarzstufe und können wie gehabt denn erstmal an unseren Glasblöcken noch eine weitere Stufenschicht hier einmal platzieren. Wenn wir die denn da einmal lang platziert haben, geht es weiter, dass wir uns einmal unsere weißen Betonblöcke schnappen und setzen jetzt auf unserer Stufenschicht eine einzige Betonschicht. Nach dieser einen Betonschicht, die wir hier lang platziert haben, schnappen wir uns einmal unsere Quarzstufen. Wir setzen jetzt an der Seite bei den Dreier hier einfach mal die Treppen einfach zur Seite weg. Und danach setzen wir jeweils hier nochmal Treppen, die jeweils nach vorne gerichtet sind. So, sind wir denn natürlich auf der anderen Seite angekommen, hier mit unseren ganzen Treppen. Dann schnappen wir uns wieder unsere weißen Betonblöcke und können jetzt darauf dann einfach wieder 3 weitere Betonschichten hier einfach noch platzieren. Haben wir denn da einmal ringsrum unsere Betonschicht noch einmal platziert auf 3 Blöcke, jetzt auf unseren Treppen, können wir jetzt dahinter wie gehabt unser Glas einmal platzieren. Und jetzt sind wir an den Punkt angekommen, wo wir das Spiel so ein bisschen wieder wiederholen. Ich zeige euch mal hier ein bisschen im Schnelldurchlauf. Wenn wir jetzt natürlich unsere Glasblockschicht platziert haben, setzen wir darin jetzt eine Stufenschicht. Auf unserer Stufenschicht dann eine Betonschicht. An die Betonschicht dann eine Treppenschicht. Und natürlich dann auf der Treppenschicht noch 3 weitere Betonschichten. Geht doch eigentlich relativ fix. Jetzt möchte ich euch noch auf was hinweisen. Und zwar, wir hatten ja, sag ich mal, als wir hier angefangen haben, auch an der Seite noch eine Treppenschicht uns hier einmal platziert. Das brauchen wir denn ab der nächsten Ebene natürlich dann nicht mehr, weil das läuft dann hier in einen rein. Also das ist dann, sag ich mal, das biegt sich hier so rein. Da brauchen wir dann keine Treppen mehr an der Seite hier platzieren nach der ersten Reihe. Da könnt ihr sich dann auch wieder fragen, ob wir hier vielleicht die Treppe auch nochmal so ein bisschen anecken. Sieht doch, glaube ich, ein bisschen besser aus, wenn wir die anecken. So machen wir natürlich das ja auch nochmal auf der anderen Seite. Sieht doch ein bisschen besser aus, wenn wir es anecken. Ja, und wenn man das dann so hat erstmal, dann wiederholt sich halt der ganze Ablauf. Ne? Jetzt haben wir natürlich jetzt hier unsere nächste Ebene gemacht. Das heißt, dahinter setzen wir dann wieder unsere Glasblockschicht. Und dann geht schon wieder der gleiche Ablauf wieder ran. Also das heißt, jetzt hier auf der Vorderseite platzieren wir überall wieder eine Stufenschicht. Auf der Stufenschicht dann wieder eine Betonschicht. Daran setzen wir dann wieder eine Treppenschicht. Auf der Treppenschicht setzen wir dann wieder 3 Betonschichten. Anschließend folgt dann wieder unsere Glasschicht. Daraufhin setzen wir dann wieder an unsere Glasschicht eine Stufenschicht.
Und schon sind wir bei der vierten Ebene angekommen. Jetzt haben wir insgesamt hier schon unsere vier Stockwerke reingemacht. Jetzt kommt natürlich noch die Dachebene oben rauf. Das heißt, jetzt setzen wir erstmal jetzt hier natürlich jetzt nicht nur eine Schicht von Beton, sondern jetzt machen wir einfach mal vier weitere Schichten einfach mal vom Beton auf unsere Stufenschicht hier oben einmal rauf. Anschließend, nachdem wir dann hier unsere vier Betonschichten raufgesetzt haben, setzen wir darauf dann eine weitere Ebene. Aber die wollen wir natürlich ein bisschen weiter nach vorne stehen haben. Ich habe hier kurz ein bisschen getüftelt und geguckt, was sieht besser aus mit Treppen oder Stufen, was man da unter sich platziert. Auch ob wir das jetzt wirklich so gerade machen. Aber ich denke mal, wenn man so von der Seite guckt, sollte man das schon machen. Dann haut das ganze Bild doch ein bisschen hin. Von daher schnappen wir uns nochmal unsere Treppen und setzen die jetzt hier auf der Vorderseite immer hier oben am letzten Block einfach mal nach vorne gerichtet. Einfach mal ran. So. Auf der einen Seite wieder natürlich hier, auf der anderen Seite setzt man dann hier einfach die umgedrehten Treppen hin. Und darauf platzieren wir dann wieder einfach nur 1, 2, 3, 4 weitere Betonschichten. Die setzen wir einmal dann hier ringsrum. Danach bleibt uns nur noch eins übrig, und zwar das Dach hier natürlich auch noch zuzuziehen. Und wenn wir das Dach oben zugemacht haben, können wir das ganze Blockmaterial wegtun und besorgen uns mal ein neues aus unserer Kiste. Jetzt holen wir uns das ganze Blockmaterial raus, was wir noch für das Dach brauchen und dann natürlich noch für unsere Eingänge, um in Powell Motors reinzukommen. Wir holen uns einfach mal ein bisschen grauen Beton raus, Steinziegelstufe, Eisengitter, graue Glasscheiben, dann holen wir uns hellgrauer Beton nochmal raus, Tonblöcke holen wir uns raus, glatte Steinstufen, Steinziegelmauer und dann noch ein bisschen hellgraues Glas kann man sich auch noch rausholen. Ich würde erstmal unten mit dem Eingang beginnen. Wir schnappen uns unsere grauen Betonblöcke. Wir fliegen natürlich jetzt auf die Seite hin, die wir bearbeitet haben, die so ein bisschen schräg ist. So, ich würde jetzt erstmal hier mir mit dem grauen Beton so ein bisschen den Rahmen reinhauen für unseren Eingang. So mache ich hier gleich vorne bei dieser 5er Fläche, schlage ich die Seiten halt weg, setze da dann halt für meine grauen Betonblöcke einfach mal hin und habe dann hier zwischen noch ein 3x3er Feld. So, das kann man, wenn man möchte, schon mal gleich hier freihauen. So, und ich bin gleich so frech und setze mir an den Seiten einfach mal die Glasscheiben hin. Die sollten in der gleichen Farbe sein, wie du auch deine Fenster dir gemacht hast. So, dann mache ich mir die Tür so, die nach außen aufgeht. Die Griffe werden hier einfach mal mit Eisengittern mir darstellen. Man kann auch gerne Zäune nehmen oder sonstige Sachen, um sich die Griffe da ein bisschen darzustellen. Aber ich finde immer, Eisengitter passt gut, verbindet sich ja mit dem Glas. So, unser Eingang besteht natürlich nicht nur aus hier einer Vordertür. Es befinden sich auf beiden Seiten noch zwei weitere Fensterreihen. Das heißt jetzt einfach mal, wir werden jetzt hier diesen Rahmen, den wir jetzt für den Eingang genutzt haben, hier immer weitermachen. So, das heißt jetzt einfach mal, ich schlage jetzt hier wieder einen Rahmen rein. Die Fenster haben bei mir jetzt hier eine Zweier Breite, sage ich mal, von den Fenstern, aber die schlage ich mir noch nicht frei. Ich gehe jetzt hier hinter noch und schlage mir dann hier erstmal oben drei weitere Blöcke weg und setze mir dann hier auch wieder eine Rahmenschicht hin. So, das Spiel wollen wir nochmal auf der anderen Seite machen. Also ich schlage jetzt hier einfach mal oben drei Blöcke weg. Ab dem dritten gehe ich dann hier einfach mal runter. Das wird dann mein erster Rahmen werden. Da setze ich mir dann hier den Rahmen auch oben lang. Gehe dann wieder zur Seite 1, 2, 3 Blöcke. Der dritte geht ganz komplett nach unten und dann mache ich mir hier auch meinen Rahmen hin. So, dann können wir die Fenster einmal freihauen. Wenn wir die freigehauen haben, können wir uns natürlich einmal graues Glas nehmen. Ich habe mir hier kurz den Block rausgeholt, weil mit Glasscheiben sieht das Ganze doch nicht so gut aus. Von daher nehmen wir dann einfach Glasblöcke und füllen dann hiermit die Fenster aus. Das war dann schon mal der Haupteingang. Fertig ist das ganze Ding. Und jetzt wollen wir noch ein paar kleine Seiteneingänge machen, Notausgänge. Wo du natürlich deine Notausgänge und Seiteneingänge dir platzierst, ist ganz dir überlassen. Kommt darauf an, wie du es dir natürlich einrichtest. Ich würde einfach mal beispielsweise einfach mal einen euch hier ein bisschen vorbauen. Da mache ich jetzt hier genau den gleichen Rahmen rein, wie auf der Vorderseite, so halt der Haupteingang war. Das heißt, wir haben hier insgesamt eine 5er Fläche. So, an den Seiten setze ich mir dann hier einfach mal meine grauen Betonblöcke hin. Dann habe ich hier natürlich eine 3x3er Fläche. Die können wir uns dann hier einmal freihauen. Und wenn sie freigehauen ist, kann man dann hier natürlich dann auch, entweder nimmst du denn hier Glasscheiben einfach mal wieder, um dir den Eingangsbereich zu markern. Dann kannst du natürlich sagen, der ist offen. Nee, dann machst du es jetzt offen. Oder sagst du, der ist zu, dann bastelst du ihn halt auch zu. Ich habe nochmal eine andere Version hier von so einem kleinen Seitenangang mal schnell hergezaubert. Da habe ich dann natürlich jetzt auf Eisentüren zurückgegriffen und auf Steinziegelmauern. Kann man natürlich auch solche sich basteln, wenn man, sage ich mal, auf die Glastüren und sowas immer gern verzichten möchte und lieber doch das alte nehmen will, dann kann man das natürlich auch machen. Sind natürlich etwas schmaler, die haben hier eine Breite nur von 4 Blöcken statt 5 Blöcke, kann man sich natürlich auch überall hin platzieren. Hören wir jetzt aber mal auf mit den ganzen Eingangsbereichen. Jetzt wollen wir natürlich jetzt hier auf der rechten Seite von unser Powell Motors natürlich noch etwas auf Dach ein bisschen zimmern, was man so ein bisschen von der Spiele-App sah. Auch in der Folge des Simpsons sah man das, was hier auf dem Dach befindet. Wir fangen auf der Rückseite einfach mal hier an. Ich würde mal sagen, wir nehmen uns einfach mal den Tonblock zur Hand. Der passt am besten irgendwie dazu, so farblich. Jo, ich nehme jetzt einfach mal hier das Maß hier aus der hinten aus der Ecke, dass ich jetzt einfach mal hier so drei Blöcke Platz habe. Zur Seite habe ich den auch nochmal drei Blöcke Platz. Da mache ich jetzt hier einfach mal 1, 2, 3, 4, 5, 6
ja, Blöcke einfach mal mit dem Tonblock hier einfach mal so hin. Dann ziehe ich mir das Ganze noch nach vorne und zwar noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Insgesamt haben wir denn hier 10 Blöcke. So, auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch nochmal 9 Blöcke nachziehen. Jetzt können wir natürlich unsere Tonblöcke noch erhöhen. Da würde ich noch 1, 2, 3 Blöcke insgesamt draufsetzen. Insgesamt haben wir denn hier eine 4er Höhe. Weiter geht's denn auf der Vorderseite. Da platziere ich mir einfach mal glatte Steinstufen unten mal einmal dazwischen. Und dann würde ich mal sagen, lasse ich mir hier so 1, 2 Blöcke Platz und beim zweiten oben setze ich mir dann auch nochmal eine Stufenschicht hin. Darauf setze ich mir dann nochmal eine Tonschicht und dann würde ich einfach mal dahinter mir einfach meine Eisengitterschicht hier komplett einmal so ein bisschen hier lang ziehen. Das ist, sage ich mal, hier so ein kleiner Lüfter. Nee, der hat ja hier so ein Gitter davor. Da kann man dann, sage ich mal, dahinter vielleicht dann noch einfach mal grauen Beton setzen, damit man da natürlich nicht so reingucken kann. Oben setze ich mir das nicht hin. Da kommt hier dann eine Tonschicht einfach mal rauf. So, dann haben wir das hier vorne schon mal ein bisschen fertig. Jetzt kommen wir nochmal ein bisschen zu den Seiten und zwar sind an den Seiten noch ein paar Luftschlitze offen. Ich würde jetzt einfach mal hinten eine Reihe Platz lassen, dann schlage ich mir hier 3 weg, setze mir da dann einfach mal ein paar glatte Steinstufen oben hin. Das gleiche Spiel mache ich mir auch nochmal auf der anderen Seite. Hier ist auch ein kleiner Lüftungsschlitz. So mache ich dann auch nochmal hier 3 Stufen hin. Auf der Rückseite kann man dann, sag ich mal, hier noch, also auf der innenliegenden Seite auch nochmal graue Betonblöcke platzieren, dass man natürlich nicht einfach so reingucken kann, ne? Und dann können wir hier oben den Rest einfach noch ausfüllen mit Tonblöcken. So, dann ist dieser Teil schon mal ein bisschen fertig. Jetzt wollen wir dann noch was anbauen. Und zwar beginnen wir jetzt auf der Vorderseite. Ich würde mal hier auf der rechten Seite mir auch was einmal ran platzieren. Ich lasse jetzt hier vorne 2 Blöcke Platz. Schlage mir denn hier 2 Blöcke hin. Und jetzt mache ich hier so ein 3x3er Feld. Einfach mal hier mit unseren Tonblöcken hin. Das Ganze würde ich mal auf eine 2er Höhe insgesamt hier einfach mal platzieren. Und dann würde ich hier vorne noch dran einfach mal noch 3 Blöcke hier einfach mal als Verbindung noch ransetzen. So, jetzt schlage ich hier hinten, würde ich mal sagen, noch 2 Blöcke weg, damit das hier so aussieht, ob das ein bisschen in den Boden geht. Und dann wäre der Ansatz auch schon fertig. Auf unser Powel Motors befanden sich noch ein paar Schornsteine. Bei der Spiele-App waren es insgesamt 3, von daher nehme ich einfach mal das Maß. Ich nehme jetzt hier die gleiche Höhe jetzt hier von unserem Lüftungsmodul, was das hier ist. Und ich sage jetzt einfach mal, von hinten gehe ich mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Blöcke einfach mal weg. Den 9. da setze ich mir dann 3 Tonblöcke hin, dann lasse ich immer so 3 Blöcke Platz und setze nochmal 3 Tonblöcke hin. Das Ganze halt mache ich 3-mal. Du kannst es natürlich auch weitermachen, wenn dir 3 nicht reichen sollten. Darauf platziere ich mir jetzt einfach mal eine Steinziehmauer hin und darauf dann nochmal eine glatte Steinstufe. So, dann ist unsere kleine Anlage schon mal fertig. Jetzt wollen wir noch was weiteres machen und zwar befindet sich so ein Ventilator oder irgendwas oben noch drauf. Da ist ja eigentlich offen, wo du es die ganze platzieren möchtest. Ich würde raten, mach es aber nicht so ganz nach vorne hin, weil ganz vorne wollte ich noch eine Glaskuppel bauen. Kann ich euch aber jetzt noch nicht erklären, weil das hat was zu tun auch mit der Inneneinrichtung, wie das so ist. Ich kann euch mal ein Bild zeigen. Homer ging da vom Haupteingang rein in so einen Bereich, wo es ein paar Autos und so ausgestellt haben. Und oben an der Decke sah man, dass da eine Glaskuppel ist. Auch in der Folge sah man das Gebäude ja ein paar Mal außen. In der Szene war eine Glaskuppel zu sehen, in einer anderen Folge nicht. Also wenn man sie auch weglässt, wäre es nicht so schlimm, weil in der Spiele-App war es auch nicht zu sehen. Aber ich möchte mir schon gerne später eine Glaskuppel hinbauen, von daher lasse ich mir alles offen. Und wenn ihr euch das auch noch hinbasteln wollt im Nachhinein, das sieht man denn ja denn bei der Tour, wenn ich euch das hier zeige, wie ich mir das gemacht habe, dann kann man sich ja das noch nachtragen. Aber ansonsten bauen wir uns noch einen Lüfter rauf. Von daher, ich würde mal sagen, so ein bisschen in der Mitte kann man sich das Ganze halten. Wir schnappen uns dann mal unsere glatte Steinstufe hin. Ich markiere mich hier einfach mal die Mitte hin. Ist auch schon alles hier bei mir vorgemarkert, dass es wirklich die Mitte ist. Wir können ja nochmal gucken, was haben wir denn hier zu jeder Seite. Sagen wir mal, wenn wir die Mitte rausfinden wollen, dann habe ich jetzt hier insgesamt 10 Blöcke, habe ich auf der anderen Seite auch 10 Blöcke. Was haben wir hier? 4, das ist ja dann hier der 5, ne? Dann haben wir hier auch nochmal 4, jo, 10 Blöcke. Also zu jeder Seite 10 Blöcke. Sollten wir dann Platz lassen, dann haben wir die perfekte Mitte. So, jetzt mache ich mir so einen kleinen Ventilator schon mal rein. Ich habe mir alles schon ein bisschen vorgemacht, das ist immer der Vorteil. Also so einen kleinen Ventilator kann man machen. Ansonsten machen wir uns einfach mal so einen Kreis hin von einer 3er Breite jetzt einfach mal hier. Dann lasse ich mal, also setze ich zur Seite mal einen Block hin, mache ich dann nochmal so einen 3er hin, einen Block. Dreier, dann haben wir so einen kleinen Kreis, ne? Und dann kann man sich da auch seinen Ventilator reinzeichnen. Ich empfehle dir noch vielleicht, den Boden dann auszutauschen mit jetzt hier grauer Beton. Du kannst auch gerne schwarzen Beton nehmen, damit der Ventilator, sage ich mal, nicht auf was ist das hier nochmal? Hellblaue Keramik ist, das sieht da nicht so schön aus. Naja, jedenfalls wollen wir jetzt hier, sage ich mal, unsere Beton- oder Tonschicht, ne, unsere Tonschicht nochmal um eine Reihe erweitern. Und wenn wir die dann hier um eine Reihe erweitert haben, gehen wir jetzt einfach mal nach vorne und nach hinten noch 3 weitere Tonblockschichten einmal hier so
noch lang. Wenn wir das dann auch auf der anderen Seite auch nochmal lang gezogen haben, würde ich mal sagen, lassen wir jetzt, ja, vorne und hinten gesehen, an den Seiten eine Blockschicht frei und setze ich mir noch eine weitere hin. Mache ich auf der anderen Seite auch, an den Seiten einfach eine Blockschicht freilassen. Da setze ich mir dann noch ein paar Steinstufen hin, damit das so ein bisschen aussieht, ob das noch ein bisschen festgeschraubt ist oder so. Und wenn wir dann unseren Lüfter festgeschraubt haben, können wir noch hellgraue Glasscheiben nehmen. Und man kann auch Eisengitter nehmen. In echt wäre es eigentlich mit Eisengitter der Ventilator geschützt. Aber ich finde das irgendwie doof, das gefällt mir nicht. Und von daher nehme ich jetzt einfach mal graue Glasscheiben, um das Ganze hier ein bisschen abzusichern, den Ventilator. Aber du kannst auch gerne Eisengitter nehmen. Nee, das ist dann wie jetzt hier auch immer Geschmackssache. Ne, mir gefällt das irgendwie besser, von daher nehme ich das. Fällt mir ja auf, wir haben ja gar nicht unsere Steinziegelstufe genutzt. Ne, ich wollte die eigentlich für was anderes nehmen, habe ich jetzt wieder weggelassen, weil ich das wieder doof fand. Aber jetzt fällt mir so auf, man könnte ja vielleicht noch den Ventilator an den Seiten halt mit einer Steinziegelstufenschicht noch erhöhen. Das sieht doch auch gar nicht mal so schlecht aus, ne? Ja, vielleicht könnt ihr mal noch rumspielen und sagen, ich mache das lieber hier mit glatten Steinstufen. Könnte man auch machen. Hm, das ist Geschmackssache. Naja, vielleicht ändere ich das nochmal. Naja, jedenfalls könnte man das ja noch erhöhen, ne? Ja, zu guter Letzt bleibt uns noch eine Sache übrig. Und zwar wäre das ein Steinschalter. Kann man gerne sich noch rausholen. Der hatte jetzt nicht genug Platz in der Hand. Von daher, blub, war er noch in der Kiste drin. Und da fliege ich nochmal hier aufs Dach. Und zwar kann man natürlich noch mit Steinschneidern ein paar Nieten oder sonstige Sachen darstellen. Kannst am Ventilator dir noch ein paar ranbacken. Oder du machst dir, sagst dir noch hier, ich hätte gern hier noch ein paar Nieten dran oder irgendwie. Nee, machst du denn hier noch ein paar Nieten hin? Da ist alles offen, wie man sich das hier noch ranbacken will. Ja, da kann man noch ein bisschen rumexperimentieren, wie man sich die Knöpfe hier überall dran platzieren will. Aber ansonsten sind wir denn heute mit der Folge fertig. Wir haben viel geschafft wieder. Jetzt ist die Vorderseite fertig. Das Dach ist schon ein bisschen angefangen. Eine Seiteneingänge kann man schon ein bisschen planen, wie man sich das einrichten möchte. Ja, und dann mit der nächsten Folge machen wir in Hauptsache das Powel-Motorschild hier vorne hin. Da muss ich noch gucken, wie ich das mache. Ich werde so einen kleinen Mix aus Spiele-App und aus der Folge machen. Und gucken wir mal, wie wir uns das basteln. Und dann geht es dann auch noch ran, denn noch, ja, mit den Haupteingang, ne, also da, wo denn der Wachmann sitzt, ne, dass man überhaupt hier aufs Gelände kommt. Und ich muss schon sagen, wenn man das schräg baut, das sieht doch schon ein bisschen besser aus, als wenn man es nur so gerade lässt, ne. Kann man doch so gucken. Ja, ne, das macht schon ein bisschen was an. Hier, ne, wenn das schon ein bisschen schräg ist. Schade, dass halt beim Original, sage ich mal, nicht auch die andere Seite ein bisschen schräg ist. Aber ich glaube, bei nur drei Ebenen fällt das nicht so gut auf, wie jetzt hier bei vier. Ne, das sieht doch ein bisschen besser aus, denn wegen der oberen Ebene hier noch, ne. Naja, jedenfalls sind wir durch. Es steht schon wieder was. Ne, jetzt sieht man schon ein bisschen wieder mehr, wie das aussehen soll später. Und ansonsten stelle ich mich hier wieder vorne safety hin. Wir hören uns dann zum nächsten Teil wieder. Also, haust rein und tschüss.